Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Metro Exodus. Artyom, ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders, es war echt übel. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich. Er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Und in seiner Abwesenheit begann sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, A, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um, trank irgendein Gift. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit. Aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist es wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Menschen retten? Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsetzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen. Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen. Eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an 2, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen. Die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben. Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann.
Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel. Duke hatte eins. Damir ein anderes. Wir sind aus der Metro ausgebrochen und jetzt zerstreuen wir uns. Natürlich nicht sofort. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und dort bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr. So, hat sie genug geredet? Dann können wir doch mal jetzt gehen. Los, Artyom. Ich ruhe mich noch etwas aus und komm später dazu. Was sagt man dazu? Wir sind klar. Alles ist perfekt, Artyom. Folge uns. Ja. Hey, die sind alle sauber, ist klar. Wir haben viel durchgemacht. Duke, Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, wir wünschen euch. Ja! Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja. Oh, Ringe. Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Und werde dich von nun an in Ehren halten. Und in guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. In Krankheit und Gesundheit. Krankheit und Gesundheit. Dich zu lieben und ehren, bis der Tod uns scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gork. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby?
In Yaman Tower, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich im Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte, ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Mir geht's gut, Artyom. Geh, alles ist jetzt gut. Sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, die Diagnose eines Degenerierten zu machen. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Wald. Ich mische mich nicht ungern ein, aber ist etwas passiert? Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich eher nach TB. TB kriegen wir nicht. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hatte, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? Uiuiui. Jetzt verstehe ich, warum die letzte Zeit so mies drauf war. Ich musste die ganze Zeit daran denken. Und wie lautet das Urteil der Jury? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort ab. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Das klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yaman Tau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast. Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Auf euch! Auf euch! Stefan, spielst du dieses Lied über uns? Oh, ein bisschen zu stark.
Wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motordrasine voraus. Artyom braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Tal auf Herz und Nieren, bitte! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. Ja. Sehr gut, dann ist alles geklärt. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen, eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Na, das ist nicht gut. Ha, wir haben nichts gegen Windeln, Herr Oberst. Tatsächlich haben wir sogar vor, Nastja einen kleinen Bruder zu bescheren, wenn sie nichts dagegen hat. Ich hätte lieber eine Schwester. Wir könnten zusammen Puppen spielen. Ich könnte sich um sie kümmern. Mit einem Bruder könntest du Spartaner und Sondereinsatztrupp spielen. Lass das, Lepa. Wir hatten schon genug Einsätze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin es leid. Ich würde gern in den Ruhestand gehen. Ein wenig das Leben genießen. Du kannst gar nicht in den Ruhestand. Du bist zu jung. Ich bin alt, Nastja. Bist du nicht? Du hast gesagt, dass Leid nicht gut ist, Nastja. Aber was soll ich denn machen? Deine Mama hat dich, aber meine Anna hat kein kluges Mädchen für dich. Sag nicht Papa zu mir. Ein 20-Jähriger denkt vielleicht nicht über Kinder nach, aber ich würde gerne noch meine Enkel zu sehen bekommen. Klar, du könntest ihnen den Nahkampf beibringen. Gleichzeitig schießen mir zwei Pistolen. Natürlich, du bist herzlich willkommen, Nastja. Opa Miller wird allerdings nicht aufgeben, bis er eigene Enkel hat. Hast du gehört, Artyom? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Sie ist wunderschön und sportlich. Klar, mit dem Gewehr bin ich olympiareif. Ich verstehe ja, wenn man in der Metro keine Kinder hat. Dunkelheit, TB, Ratten, Mutation. Aber hier? Schon gut, Papa. Heute Nacht beginnen wir mal mit der Problemlösung.
Gott werden Menschen zu uns kommen. Ehrliche, gute Menschen. Ich bin sicher, die haben auch Hörer. Tja, sollten böse Menschen aufschlagen, werden sie das noch bereuen. Oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Unerträglich. Alles klar. Haben wir jetzt die ganze Geschichte gehört. Schade, dass es da noch ein bisschen dreckig geht. Machen wir uns doch mal auf den Weg, um die Heilmittel für Anna zu finden. Haben wir noch genug Munition? Medikits können wir noch ein paar haben. Geraucht. Wie kommen wir jetzt? Wahrscheinlich wieder vorne auf der Karte. Ja, Karte. Super. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Super, haben wir die heutige Folge auch geschafft. Bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.